Ob jemand behindert ist, Mann, Frau, schwarz, weiß, egal, spielt für die Fragen der Ethik keine Rolle. Ja, mein Sohn ist 10 Jahre und kam kürzlich aus der Jugendherberge zurück und sagte, boah, am Nebentisch waren alles Behinderte und die haben voll fies gegessen. Und mein Sohn geht in eine Inklusionsklasse. Was haben wir da falsch gemacht in der Erziehung zu Toleranz und Mitgefühl? Also wir müssen, glaube ich, uns noch viel mehr Gedanken darüber machen, dass wir unseren Kindern das Folgende beibringen. Ein Prinzip allen ethischen Handelns, allen guten Handelns ist, dass man die Würde des Menschen ohne Ansehen der Person vor Augen hat. Das heißt, ob jemand behindert ist, Mann, Frau, schwarz, weiß, egal, spielt für die Fragen der Ethik keine Rolle. Das heißt, man ist im Grunde genommen immer nur dann in der richtigen ethischen Einstellung, wenn es einem gelingt, das gar nicht zu sehen. Das müssen wir, glaube ich, unseren Kindern beibringen. Das ist aber ein bisschen kompliziert für einen 10-Jährigen. Also was hätte ich dem jetzt in der Situation sagen sollen, außer dass ich erschreckt zusammenzucke und denke, pff, das darf doch nicht wahr sein. Also bei 10-Jährigen würde ich vermuten, gilt allgemein, dass man sie in gewisser Weise erstmal noch in den Raum der Gründe, in dem wir uns bewegen, hineinzwingen muss. Das heißt, 10-Jährigen muss man nichts erklären, also irgendwie mit großen Theorien. Da ist also die Frage immer nur, auf welche Weise kriegen wir die Kinder dazu, in die richtige ethische Einstellung zu kommen. Das geht nicht immer mit Vernunft. Was hättest du gesagt in der Situation? Ich glaube, ich hätte meinem Kind ein extrem schlechtes Gewissen gemacht und darauf hingewiesen, dass diese Personen viel, viel schwächer sind. Was mich als Kind immer überzeugt hat, ist ein Gedanke, den der Philosoph Hans Jonas dann später mal formuliert hat, nämlich wir haben denjenigen gegenüber denen wir Macht haben, auch Verantwortung.